Wir flitzen nackt durch die Schule und wir haben jetzt Unterricht. Alright, Leute, willkommen zurück zu Jan der Simulator. Wir haben April 2016 und die Leute sind zu 90% noch happy. Noch. Ich muss erstmal zur Schule kommen, dann werden wir mal gucken, wie happy die dann sind. So, und diesmal will ich versuchen, diese eine Blauhaarige zur Verzweiflung zu bringen. Die muss man doch irgendwie zum Verzweifeln bringen. Okay, die hat schon eine Reputation von minus 4. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr Tratsch vertreiben. Labern. So, erstmal geben wir hier alle Komplimente, ne? Wir sind ja eine gute Mitschülerin. Wir geben einfach mal jedem hier ein Kompliment. Du siehst so wunderbar aus, Senpai. Und du siehst alle aus wie alle anderen Senpais. Oh, hier kann man was reinlegen. Über Domestic Abuse. Bitte triff mich. Hinter der Schule. Fuck, wann fängt die Schule an? Irgendwas um 1 Uhr, ne? Ich habe keinen Schimmer. Okay, wir haben eine Notiz hinterlassen. Senpai ist voll der Außenseiter, merke ich gerade. Der ist immer am Rand. So, ich glaube, die pinkhaarige war das, ne? Die lilahaarige hier. Du bist schmutzig. Und die hat auch einen Crush auf Senpai. Die muss sterben. Oh, was ist hier los? Hier ist ja auch Action. Guck mal, das Okkultmädchen ist ja ganz hebelig. Ah, das sind Vampir und eine Succubus. Und die ist natürlich im Okkultclub und ist natürlich ganz abgedreht, was das angeht. Oh, die ist schon wieder unterwegs. Die hat was vor. Die hat eine Lunchbox in der Hand. Was will die bloß? Alter, ihre Titty sind enorme. Könntest du so einen Wäschebügel nehmen und deine Kleider aufhängen? So enorm sind... Die redet nicht mit Senpai. Nein, die redet jetzt nicht... There he is. Sie muss sowas von sterben. Kann ich das Ding vergiften? Irgendwie reinpissen oder sowas? When will you notice how I feel about you? Okay. I've made up my mind. I'll tell him how I feel this Friday. I hope he accepts my feelings. Nicht mein Senpai. Ich habe alles mitbekommen. Jetzt ist sie am Futtern. Was eine Schlampe. Oh, das ist die Chefin. Oh la la, hallo Mädel. Die hat auch enorme Hupen. Also das ist echt eine Schule für talentierte Mädels, muss ich sagen. Ist es eigentlich irgendjemand was ausmachen, wenn ich mich nackig mache hier in der Schule? Also ich meine jetzt draußen rumrennen nackig. Stört das irgendjemand? Es stört niemanden. Wir flitzen nackt durch die Schule und wir haben jetzt Unterricht. Oh, ich hatte keine Zeit, mich umzuziehen. What the fuck, warum? Das Spiel ist so abgefuckt. Das Spiel ist so falsch auf so vielen Leveln. Hallo, Kurono, Anspielung an dich. Ja, bin ja schon da. Ach komm. Aber dass ich nackig bin, das stört dich nicht, ne? Zu spät kommt, das stört dich. Ich bin immer noch nackig. Das ist so falsch. Es stört niemanden. Es stört keinen. Hier ist eine Küche. What the fuck ist hier los? Es ist eine voll ausgestattete Küche. Das ist ja mehr als in den meisten Räumen drin. Das entdecke ich jetzt erst. Bin mal gespannt, was hier passiert. Hi, Chefin. Stört dich das? Nein. Ist echt ein komisches Shampoo. Das blubbert immer noch. Oh, aber Handschuhe anziehen, ganz wichtig. Ach nee, wir können die nur halten. Ich habe jetzt schon vergessen, was ich im Brief geschrieben habe. Habe ich 4 Uhr oder 3 Uhr gesagt? Nachmittags? Ich habe keine Ahnung. Oh. Bring mir ein paar Kunststücke bei. So, Cool Club ist nutzlos, ey. Irgendwas will ich hier machen. Dämon beschwören oder irgendeine Ziege. Wir wissen ja, dass Ziegen imbar sind. So, aber irgendjemand muss sich abmucksen. Ich kann den Schultag nicht beenden. Hallo Mädels! Ich bin Yandere-chan und heute werden wir mal ein bisschen Fisch kochen. Es riecht schon nach Fisch. Ich habe hier so ein Knöpfchen gefunden. Da kann man so ein paar Sachen machen. Ich habe jetzt fast den Tag resettet. Und ich habe jetzt dazu gebracht, dass die mich folgt. Ja, Deutsch. Und zwar soll sie mir hierhin folgen. Komm rein. So, eine kleine Spritze. Warum spritzen die immer so? Nur weil ich die Spritze eingesetzt habe. Okay, das hat keiner gesehen. Irgendwie konnte man auch betäuben. Oh, das Spiel ist so undurch... Was war das? Habe ich gerade ein Selfie gemacht? So, erstmal wieder sauber machen. Sehr schön, Yandere. Das Spiel ist recht kompliziert. Habt ihr mehr Ahnung davon, was man hier noch alles machen kann? Ich weiß, dass man die noch foltern kann. Zum Beispiel, wenn die bei mir ja zu Hause sind, kann man die da foltern. Aber wie? So, Waffe entsorgt. Easy peasy. Das geht, läuft langsam echt wie am Schnürchen. Es gibt hier noch so ein Cheat-Menü. Guckt euch das an, was man da alles machen kann. Probiere ich mal nochmal aus irgendwann mal. Erstmal will ich jemanden in meinem Keller haben. Da sitzt schon Frank und Waldemar. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr dazu holen. Und zwar eine von euch. Welchen nehme ich mir? Das hört sich so creepy an. Na, welche nehme ich mir? Was? Folgen geht nicht mehr? Warum nicht? Ey, Folgen geht nicht mehr. Die könnten wir auch noch schnappen. Ah, da wäre ich mal nur nackig gewesen. Egal, scheiß auf nackig. So. Heute 2 in einen. Die Musik wird creepiger. Oh, das wird hier echt eine Depri-Schule. Oh, scheiße, ich habe ja das Ding schon angemacht. Oh nein. Oh fuck.
Das dauert noch Ewigkeiten. Oh, die gehen gerade alle nach Hause, während ich hier nackig stehe und meine Klamotten versuche zu verbrennen. Fällt schon keinem auf, ne? Zack. Und brenn die Hütte. Dankeschön. Okay, aber ich kann hier nicht Tag ein, Tag aus immer die Leute abmetzeln. Ich muss hier auch noch irgendwas anderes machen können. Und als Yandere-chan weggeht, entdeckt ein Lehrer die Leichen. Polizei trifft einen, aber die werden nichts finden. Nicht bei mir. Ich bin der Hitman. Ich bin Yandere 47. Zwei Leichen gleich. Keine Mörderwaffen. Und können mich nicht mehr damit verbinden und lässt alle Studenten frei. So, wir verbreiten mal ein Gerücht. Mal gucken, ob es jemand glaubt. Wir haben die eine Tussi gesehen in ihrem Raum. Und die sofort, wow, lame. Oh, fuck. Warum ist es schon Donnerstag? Ich habe Montag angefangen, dann hätte es auch Dienstag werden sollen. Warum bin ich jetzt schon bei Donnerstag? Und somit beginnt Tag 3 in der Schule. Es wird dunkler. Guck mal, die Stimmung wird schlimmer. Es ist nicht mehr so bunt. Die Schüler haben Schiss. Und das sollten die auch haben vor Yandere 47. Oh, das ist richtig grau geworden, Alter. Das eine Mädchen, worüber ich ganze Zeit Trash-Talk gemacht habe, ist ja irgendwie... bringt das nichts. Die hat jetzt eine Repetition von 100 minus 103, aber... es passiert nichts. Muss noch rausfinden, warum. Und hier ist noch keiner. Oh, hier steht ein Blümchen für die verstorbenen Schüler. Also die Details in dem Spiel sind echt... ist nicht schlecht, muss man sagen. Wo kriegt ihr eigentlich immer ihre Uniform her? Ich verbrenne die immer. Schmeiß das alles immer wieder rein und die hat eine neue. Klar, die haben ihr ein kleines Lager, die Schulmädchen bzw. die Schulkinder da in Japan, aber irgendwann muss das Lager auch leer sein. Ich habe immer noch die Aufgabe, diesen BH zu finden und irgendwas hier zu machen. Und diesen Cheat-Modus. Was können wir hier machen? Warte mal. Da. Modus 47. Bäm. Ich sage noch, ich bin Yandere 47 und bäm, komm, wir haben Krebs und jetzt haben wir keine Haare mehr. Und die Musik dazu. Irgendjemanden, ich nehme euch, einen von euch muss ich mitnehmen nach Hause. Okay, so resettet mal das Ganze wieder. Das blauhaarige Mädchen ist nicht da. Das mit dem 100 minus 103 Reputation. Holy shit, wo ist die? Was ist X-Mode? What the fuck ist das? Ist das irgendein Anime? Es gibt ein Anime, der X heißt, ne? Jetzt beginnt irgendwie eine creepige Musik. Ich sag einfach mal, follow me. Die Musik wird so abgefuckt. Wie kriege ich Leute in diesem Basement? Das will ich wissen. Das könnt ihr mir mal verraten für die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit Yandere, whatever. Wir haben hier echt viel Shit gerade gemacht. Hinterlasst der Folge mal einen Daumen hoch. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und ich sehe euch in der nächsten Folge. Gebt mir Flosse. Flop.